Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute behandeln wir das Thema RNG, Streuung und Sigma, und wenn ihr das Video zu Ende gesehen habt, dann werdet ihr wissen, warum ihr trotz guten Einziehens manchmal trefft oder auch nicht. Für dieses Tutorial habe ich den Trainingsraum aktiviert, habe mir eine Yamato als Gegner reingestellt, selbst mit der Montana gefahren und habe in den Einstellungen eine Taste für das Schießen gelegt, damit ich die Maus dabei nicht berühren muss. Nun, da ich mich in die Ausgangsposition gebracht habe, ein Bild, das in World of Warships durchaus geläufig ist, beginnen wir mit dem wichtigen Thema der Streuung. Im Client seht ihr die Streuung eines jeden Schiffes, hier meiner Montana mit 264 Meter. Das ist die Streuung auf die maximale Kampfdistanz abzüglich der 11% Genauigkeitsboost durch das Modul. Die 264 Meter, die hier in-game im Client angezeigt werden, sind die horizontale Streuung. Wir wissen aber, dass die Streuung in einer Ellipse wirkt, in welcher die 264 Meter die Hauptachse ist. Dementsprechend fehlt uns noch die Angabe der Nebenachse, deren Berechnung mir trotz eingehender Recherche komplett unbekannt ist. Wenn ihr mehr darüber wisst, seid so gut und schreibt es in die Kommentare und ich ändere das Tutorial dementsprechend ab. Nichtsdestotrotz haben wir in diesem Fall eine Entfernung von 11,8 Kilometer, dem entspricht eine horizontale Streuung von 158,42 Meter. Aber Moment, warum 178 Meter? Wenn wir eine Entfernung von 23,6 Kilometer Entfernung haben, das dann eine horizontale Streuung von 264 Metern entspricht, müsste doch bei der Halbierung der Entfernung ebenfalls die horizontale Streuung halbiert werden. Nein, dem ist nicht so. Denn Wargaming verwendet für die Funktion der Streuung keine lineare Formel, sondern beginnt mit einem Grundwert. Der Grundwert oder die Funktion der Streuung für amerikanische Schlachtschiffe ist 60 Meter plus 10 Meter mal die Schussdistanz in Kilometer. Klassen und andere Schiffe haben andere Funktionen. Alle aufgelisteten Funktionen findet ihr im Link in der Beschreibung. Für diesen speziellen Fall, für meine Montana, für die maximale Distanz, haben wir hier 60 Meter plus 10 Meter mal 23,6 Kilometer maximale Schussreichweite. Das ist eine maximale horizontale Streuung von 296 Metern. Abzüglich des Genauigkeitsmoduls bin ich bei einer Streuung von 263,44 Meter. Dementsprechend für die aktuelle Entfernung, in diesem Beispiel im Trainingsraum von 11,8 Kilometer, kommen wir nicht auf 132, sondern 178 Meter, abzüglich dem Wert durch das Genauigkeitsmodul auf 158,42 Meter. Ihr seht es, durch das Modul haben wir in beiden Fällen einmal 20 und einmal 30 Meter weniger Streuung und das ist dann schon beachtlich. Soviel zum einfachen Teil, jetzt kommen wir zum vorher besprochenen Sigma. Sigma ist ein Wert, das jedes Schiff besitzt. Hier seht ihr eine Auflistung von Sigma-Werten von amerikanischen Schlachtschiffen. Und laut Sub Octavian auf dem NA-Forum-Server ist Sigma der Wert, der beschreibt, wie nahe abgefeuerte Granaten am Fadenkreuz einschlagen. Sprich, je höher der Wert, desto näher wird eine Vielzahl der Granaten da einschlagen, worauf man gezielt hat. Je geringer der Wert, desto weniger dicht ist die Gruppierung um das Fadenkreuz. Nehmen wir dafür die Gaußsche Glockenkurve zum besseren Verständnis, wo auf der X-Achse die Distanz vom Fadenkreuz eingetragen ist und auf der Y-Achse die Anzahl der Granaten, wird bei einem hohen Wert, wie zum Beispiel Sigma von 2, der Großteil, also hier der blau markierte, der Großteil der Granaten in der Nähe des Fadenkreuzes einschlagen, wobei immer weniger Granaten zu den Ecken hier der Streuungsellipse wandern wird. Gehen wir von einem niedrigeren Sigma-Wert aus, wie zum Beispiel 1,5, kann es durchaus sein, dass weniger Granaten in der Mitte des Fadenkreuzes einschlagen und eine größere Anzahl davon weiter entfernt sein wird. Sub Octavian postete ebenfalls auf dem NE-Server, dass die Sigma-Werte einen relativ geringen Einfluss auf die Streuung haben und sie nur selten benutzen und wenn nur zu leichten Balancing-Zwecken. Deshalb wird von einem Großteil der Spieler, die sich damit beschäftigen, davon ausgegangen, dass die Einwirkung geringer als 10% ist. Die Gaußsche Glockenkurve war einmal spitzer und einmal flacher. Dies ist nicht abhängig vom Sigma-Wert, sondern von den Stats der Schiffe, von der Mündungsgeschwindigkeit der Granaten, von der Flugbahn der Granaten und der Maximalreichweite der Schiffe. Obwohl ich im Abschnitt der horizontalen Streuung erwähnte, dass mir keine Berechnung oder Funktion
wie man die vertikale Streuung berechnen könnte, bekannt sein, gibt es dennoch Informationen darüber, welche von Dataminern oder zahlreichen Tests der Community stammen. Hier im Bild seht ihr zum Beispiel ein Spray Pattern, also ein Schussbild einer North Carolina auf 10 Kilometer. Ihr seht die horizontale Streuung auf der X-Achse und ihr seht die vertikale Streuung auf der Y-Achse und ihr erkennt, die vertikale Streuung ist, anders als bisher angenommen, flammen- oder stehend ellipsenförmig. Sprich, könnten wir falsch liegen damit, wenn wir uns die Streuungsellipse liegend vorstellen, akkurater wäre sie stehend. Natürlich sind das keine bezifferbaren Werte einer vertikalen Streuung und es muss mit vielen Schiffen durchgeführt werden. Außerdem ist es nicht sehr akkurat, denn bei vielen dieser Beschussmuster wird davon ausgegangen, dass die planare Wasseroberfläche der Auftreffpunkt ist. Das ist aber eigentlich falsch, denn wir zielen ja nicht auf das Wasser, sondern wir zielen auf die Schiffe. Ergo wäre die Fläche, auf welche die Granaten auftreffen, um 90 Grad gedreht, was wiederum den Auftreffwinkel ändern würde und somit wäre auch dieses Trefferbild, diese Streuungsellipse der vertikalen und horizontalen Streuung falsch dargestellt. Ganz am Ende kommt noch das einfachste aller hier besprochenen Dinge zur Sprache, nämlich das RNG. RNG bedeutet ausgesprochen Random Number Generator, was nichts anderes heißt, als dass jegliche Granatengruppierung nach dem Abschuss komplett zufällig ist. Sprich, bei gleichem Sigma innerhalb der vordefinierten Streuungsellipse auf einer bestimmten Entfernung wird das RNG unendlich viele zufällige Treffermuster erzeugen, wie ihr auch hier schon die ganze Zeit im Hintergrund an diesem Video erkennen könnt. Manchmal ist es eine Zitadelle, manchmal ist es ein Durchschlag, je nachdem wo die Granate auftrifft. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die horizontale Streuung zu genießen, das Spiel so zu spielen, wie es uns Wargaming gibt und vielleicht darauf zu hoffen, dass wir in naher Zukunft weitergehende Informationen bekommen für all jene, die es interessiert. Nichtsdestotrotz ist dies natürlich nicht nötig, denn im Spiel passiert das alles intuitiv und man kann mit gutem Einzielen und fehlendem Wissen dennoch dieselben Ergebnisse erzielen, wie mit gutem Einzielen und jeglichem Wissen über RNG, vertikaler und horizontaler Streuung. Ich hoffe, dieses Tutorial konnte euch etwas aufzeigen, das ihr noch nicht wusstet. Damit wir uns in Kürze wiedersehen bei folgenden Tutorials wie Panzerungsberechnung, Trefferarten, Trefferberechnung. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mich zusätzlich unterstützen wollt, könnt ihr den Amazon Ref Link in der Beschreibung benutzen. Damit könnt ihr auf Amazon shoppen, ohne dass euch weitergehende Kosten entstehen und mich dadurch unterstützen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Tutorial oder im Gefecht. Ciao!